Was bisher geschah. Zuerst haben wir mal den Endgegner aus dem Skelettwald besiegt, eine Motte, und danach waren ein paar Sidequests noch offen, die wir erledigt haben. Wir haben zum Beispiel einen Herzcontainer komplettiert und uns natürlich auch wieder einen Schild besorgt. Und dann haben wir uns aufgemacht zum nächsten Dungeon, Blinds Versteck, wo genau dieser Blind auch der Endboss ist. Ganz wichtig, in dem Tempel das Dungeon-Item nicht vergessen. Hallo und willkommen zurück bei einem weiteren Part von A Link to the Past. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Wir können nämlich einiges jetzt machen mit unseren neuen, tollen, coolen Titanhandschuhen. Wir können da hinüber. Wir können mal da die Pflöcke einhauen. Upsi, Entschuldigung. Das machen wir auch. Einen nach dem anderen. Weil dieses Mal bringt es etwas. Wir haben ja, ich glaube, beim ersten Palast auch so einen Kreis gehabt, wo wir alles eingekämmert haben und da war dann gar nichts. So, wir haben wieder einen neuen Herzcontainer angefangen. Aber das, was eigentlich cool für mich ist, ist, dass wir jetzt da endlich zur Schmiede kommen. Nö, da ist aber keiner. Das heißt, wir müssen den Schmied irgendwo anders finden. Ich glaube, der ist da unten irgendwo. Da können wir ja jetzt auch vorbei. Das ist das Spiel, wo ich nicht weiß, ob das relevant ist für die 100% oder nicht. Oh, und da ist er ja. Hallo. Ribbit, Ribbit. Hey, du hast dich gar nicht verwandelt. Du bist kein gewöhnlicher Typ, oder? Ich habe in Kakariko gelebt. Ich frage mich, was mein Partner ohne mich macht. Kannst du mich bitte zu ihm zurückbringen? Ja, natürlich. Was glaubst du, warum ich da bin? Wir könnten theoretisch alle so mitnehmen in die Lichtwelt, weil bei dem kleinen Zwerge klappt es ja auch, oder? Muss das ja eigentlich auch bei den Typen am Todesberg klappen. Drüben waren wir schon, genau. Oh! Was für ein schöner Tag! Du hast meinen Partner gefunden. Wir sind sehr glücklich drüber. Komm wieder mal vorbei, dann können wir dein Schwert aufbessern. Okay. Raus und rein. Das Übliche. Um Zeit verstreichen zu lassen. Hey, da bist du ja wieder. Sollen wir was für dich tun? Ja, na klar. Macht mein Schwert besser. Und weil sie mir noch was schulden, kostet es nur 10 Rubine. Cool. Kein Problem. Wir behalten dein Schwert für eine Zeit. Und wir haben kein Schwert. Wir machen nur irgendwelche Moves. Ja, wir tanzen unseren Tanz. Wie gefährlich. Ich brauche irgendeine andere Waffe. Pfeil und Bogen vielleicht? Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht, wie lange das wirklich dauert, bis wir unser Schwert zurückkriegen. Ja. Aber wir gehen wieder zurück in die Schattenwelt. Weil als Dankeschön, glaube ich, ist da jetzt irgendwas erschienen. Ja, genau. Ich kann sie nicht öffnen, denn sie ist versperrt. Was könnte da noch drinnen sein? Komisch. Und wie es ausschaut, hat die auch Beine. Denn sie folgt uns. Und sie kann sogar Abhänge herunterspringen. Oh, upsie.
Okay. Wenn man wo anläuft, bleibt sie stehen. Na gut. Wir bringen diese Kiste jetzt. Ah, ich kann nicht kämpfen. Ah! Wie ich angreifen wollte, mein Schwert war nicht da. Vielleicht gehe ich doch lieber auf einen Zauberstab. Das ist ganz seltsam, wenn man kein Schwert hat. Das ist irgendwie, ja, weil es ein Reflex schon ist, dass man auf die B-Taste drückt zum Kämpfen. Es gibt eine bestimmte Person, die uns da helfen kann. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was da drinnen war in der Kiste. Ein Herzteil? Ach, ich kann nicht kämpfen! Herzteil vielleicht? Warte, mach das so. Genau. Ah! Eine Kiste. Ah, und ich muss noch in die... Ja. Ich habe mich jetzt urgeschreckt, weil er nicht da ist, der Typ. Aber ich muss in die Lichtwelt. So. Ich habe gehört, du warst einmal ein Dieb, stimmt's? I heard that you know I used to be a thief. Ich habe gehört, du weißt, dass ich ein Dieb sein wollte, so. Oder? Was? Ich sollte die Kiste aufmachen? Aber verrat es niemanden. Versprochen? Ja, versprochen. Ja! Noch besser! Viel besser! Hilfe! Ich brauche mein Schwert! Cool, cool, cool. Jetzt haben wir unsere 4 Flaschen. Das heißt, auch die werden wir wieder auffüllen. Mit einer Fee und einem Trank. Und eigentlich kann ich in die Lichtwelt gehen. Ach, Blödsinn. Zuerst in die Lichtwelt und dann den Vogel rufen. So. Am besten bevor mich die Soldaten angreifen. Wenn ich auf 1 gehe, bin ich im Berg drinnen. Muss aber zu den Holzfällern. Okay, dann müssen wir da über Kakariko gehen. Schauen wir gleich nach, ob mein Schwert fertig ist. Ich weiß nicht, ob da bestimmte Zeit vergehen muss. Ach, ich kann nicht kämpfen. Ob eine bestimmte Zeit vergehen muss oder ob man bestimmte Quests erledigen muss. Ich schau einfach her, weil ohne Schwert ist Kacke. Seid ihr schon fertig? Dein Schwert ist fertig. Hals in die Höhe. Boah! Es ist rot. Wow. Und es ist stärker. Kannst du die Macht spüren, die deinen Körper durchfließt. Genau. Cool, 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 cool. Oh yeah. Wir brauchen immer noch mehr Hits. Okay, der ist mit einem tot. So, die Holzfäller sind da oben. Und dann kommt's nur, wenn's euch traut. Ups. Ja, weil ich wieder goschert war. Das geschieht dir recht, wenn du frech bist. Ich hol mir meine Fee. Das ist schön. Bombe, nicht so schön. Aber es ist schön, wenn man einen Ort hat, wo man hingehen kann und sich immer mit Feen auffüllen kann. Es gibt mehr so Höhlen, wo man Feen findet, aber die merke ich mir. Ja, eine nehme ich mit. Und dann soll uns unsere Möwe gleich zum Hexenhäuschen bringen. Nein, nein, nein. Zuerst zum Friedhof. Und jetzt bin ich ja wieder in der Lichtwelt. Okay. Ist da irgendwo ein Teleporter?
Da war ja auch irgend so ein Stein. Runter schnell, bevor alle kommen. Ihr habt mir den Laser genommen. So, jetzt sieht cool. War ja beim Friedhof da oben auch so ein... Nein, war es nicht. Glaubt. Jetzt komme ich da... Achso, aber ich muss jetzt nicht über die Schattenwelt gehen. Nein. Aber wieso kann ich das nicht schieben? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das geht doch nur mal... Jetzt weg. Das geht doch nur mal zum Schieben, oder nicht? Ganz einfach nicht. Aufziehen kann ich es auch nicht. Bin mir sicher, dass da irgendwas drinnen ist. Das kann ich einfach aufschieben. Da war ja... Ist ja der... Ja, das ist ja der Rückweg ins Schloss. Muss ich alle Gegner besiegen? Kann auch nicht sein, oder? Heile. So kann ich den nicht aufschieben. Mit aller Kraft, weil stärker wird der Link nicht mehr. Muss ich anlaufen. Alles klar, soweit. Wow, und eine besondere Truhe. Das ist das magische Cape, der magische Umhang. Damit wirst du unsichtbar. Achte auf deinen Magie-Meter. Ja, cool, hey. Cool, cool, cool. Einmal bitte rüberfliegen. Na. Yes. Und richtig gut ausgestattet. Ja. Mit Feen und Tränken. So. Lass ihn mal kurz die Karte anschauen. Ob da irgendwo noch was ist. Ob mir noch irgendwas einfällt, was ich machen kann. Weil... Minispiel dort habe ich schon gemacht. Dann gehe ich zum Schloss. Kann ich mich zum Schloss auch hin tragen lassen? Wäre fein. Nein, aber zu meinem Haus. Ist, glaube ich, ein bisschen näher. Dann kommen wir nämlich zur Pyramide. Dort war ja auch noch, dort habe ich ein Herzteil verpasst oder vergessen. Beziehungsweise, wir haben es eh gesehen, da bin ich blöd runtergesprungen. Und dann hat uns dieses Schaf ja verraten im letzten Part, dass... Komme ich da gar nicht mehr rauf? Man musste nämlich... Das Herzteil? Nein. Muss dann nämlich, genau, da auf der Seite vorbeispringen. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin jetzt schon... Nein, bin ich nicht stark genug? Dann holen wir uns das Herzteil einfach so, genau. Und diesen Riss da, den haben wir eh schon mal gesehen. Aber eine normale Bombe... Oh. Da hier. Oder ist das dann der Ausgang? Kann auch sein. Eine normale Bombe bringt da nichts, heißt es. Und wir waren ja schon in dem einen Bombenshop. Ich werde das jetzt auch gleich nochmal abchecken. Boah, da sind viele Gegner. Thank you.
weiß nicht, wie man das triggert, dass der dann plötzlich die großen Bomben hat, weil der verkauft dann Spezialbomben. Mit denen man das dann aufsprengen kann. Aber er hat sie noch nicht. Wie kann man die kaufen? You got bombs. Ja, danke. Aber 100 Rubine für 30 Bomben. Du, ich habe gerade alles aufgekauft. Ja, ja, ja. Was hast du jetzt davon? So. Da haben wir jetzt diesen Umhang. Mit dem können wir uns auch noch was Geheimes holen. Aber ich glaube, das machen wir ein bisschen später. So, dann schauen wir halt, wo der nächste Palast ist. Eispalast unten. Oh, sehr schön. Auch noch aufgeheilt. Sage ich natürlich nicht nein. Mal auf die Bomben. Kann man eh da reinspringen. So, ich weiß nur nicht genau, wie man das öffnet da. Boah, sind die nervig, die Gegner. Ich glaube, was Bomben. Aha, eher. Nimm mir nicht mein Schild weg. Komm mal her, du. Stinky. Dem lasse ich mir nichts mehr stehlen. Ah. Retour. Wir können ja den Stein aufheben. Das ist dann unser Teleporter, der direkt in den Dungeon führt. Ich weiß schon wieder. Das ist auch so ein Viech. Stirb. Biest, was war jetzt mit ihm? Habe ich noch mein Schild? Ah. Rein mit uns. Eispalast. Und ich kann ihn gar nicht besiegen, außer mit Feuer. Du kommst auch raus? Nö. Das sind keine Knöpfe. Was hast du zu sagen? Wer spricht mit mir? Steht nicht. Die magischen Flammen werden dich beschützen in diesem Tempel. Ich liebe keine Eistempel. Wird besser sein, dass wir das in dem Part schon starten. Weil befürchte, ich schaff's dann eh nicht in der nächsten Folge. Aber dann können wir heute schon einiges erledigen. Dann können wir dann im nächsten Part komplettieren. Aber wir gehen einmal nach unten. Bleibt hier kein anderer Weg. Ah, oh, was seid ihr für welche? Hasse sie. Aber wir bekommen den Kompass. Ja. Yeah. Mit dem Kompass können wir... Oh Gott, wie viele Etagen. Und der Boss ist ganz unten. Gut. Aber bei diesem Drehkreuz haben wir immer nur eine Möglichkeit. Wir brauchen zwei Hits mit dem Feuer. Ein Wahnsinn. So, du kommst eh genau zu mir hergeflogen. Danke. Ah, oh, nicht, der will mich wieder zum Hasen machen. Und er hat's geschafft. Da ist aber nichts. Ein Rückweg. Sozusagen eine Falle. Na gut, dann gehen wir nach oben. Zumindest schön linear, dass ich mich nicht verirren kann. So, da fängt es schon an. Wieder mit Schalten.
Schwert ist auch länger, glaube ich. So, da brauchen wir eine Bombe. Damit wir da nach unten kommen. Genau, ich besiege die mal. Ich glaube zwar nicht, dass es was gibt fürs Besiegen. Ach, außer Schaden. Aber zumindest kriegt mein Herz zurück. Und die Karte wäre noch ganz fein. Das ist, wenn wir uns da ein Loch bomben. Ah, oh, Stahlfossritter. Große. Die heißen dann anders, oder? Du kannst die Skelette nicht einfach killen mit deinem Schwert. Wenn sie zusammenbrechen, sind sie für eine andere Waffe sehr verletzlich. Oder sind sie, was soll ich sagen, sind sie, kann eine andere Waffe sie schnell verletzen oder stark verletzen. Vulnerable, sagt man das so? Verletzlich heißt das, oder? Oh nein! Was ist das für ein blöder Raum? Liebe ich gar nicht. Muss ich da alle besiegen? Schlüssel. Okay, dann hat sich das erübrigt, denke ich. Anklicken oder nicht anklicken? Ja. Fies, fies, fies. Ah! Ändert das seine Richtung? Hilfe! Ja. Ja. Das geht ja noch, da rutscht man nämlich noch nicht, aber nachher kommt ein Weg, wo man rutscht. Der auch so dünn ist. Ah. Hilft er mich da unten? Ja. Schnell weg. Und durch. Na, ich schlag mich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Es geht weiter nach unten. Und da sind schon wieder so blöde. Okay, ein Hit mit Wirbelattacke. Hier am Anfang. Weil am Anfang das auch so ausgeschaut hat. Noch so ein Wendepunkt. Da geht's nach unten. Der Stein da oben ist auch etwas suspekt. Geh mal, geh mal von oben ihn anzuschieben. Okay. Dann schön mittig zentrieren und runterlaufen. Das war nicht mittig. Schön mittig und hinunterlaufen. Am besten das Steuerkreuz benutzen. Nein, 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 nein. Eine Kiste mit Bomben, danke. Die Karte gezählt oder so. Okay, da komme ich jetzt überhaupt vorbei. Nein. Ich falle noch weiter runter. Und hab da. Okay, da muss ich anders runterfallen. Stirb. Auch nicht rein. Da müssen die Blöcke anders stehen. Ach, das ist dazu. Der zieht mir nicht nur Magie ab, sondern auch Leben. Das ist mir auch neu. Komm nur her, du. Wahnsinniger. Da ist ein Schlüssel drin. Dann haut er sich nicht her, weil er weiß, dass ich ihn... verfehen will. Die holen wir uns auch noch da. Die Herzerleins. So, und wir gehen nach unten. Da ist ja mein schöner Raum. So, aber jetzt bin ich dann langsam schon verwirrt, weil da oben haben wir jetzt ein paar Sachen noch nicht gemacht. Ich muss schauen, dass ich wieder raufkomme. Ach ja, geschafft. Ach.
Okay, ich komme eh wieder rauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Kiste mit einem Schlüssel nehme ich mit. So, ich habe zwei Schlüssel. Ach. Tausend Flops, der hüpft, aua, mir ins Gesicht. Muss ich eher einen Schlüssel benutzen? Ah, da war noch einer. Mist. Oh nein, was ist das für ein Raum? Sicher auch irgendwo was drunter. Und da ist schon mal ein Schalter. Na komm, mal her. Geh schnell hinauf, lass dich nicht treffen. Ah! Herz? Noch eine Info von Sahasrara. Oder einfach so. Nur komisch, dass auf einmal irgendwer die Infos gibt. Okay. Ich soll nicht all meine Magie verbrauchen, wenn ich nicht ein Magieheilsaftel habe. Mach dich bereit, sagt er. Rechts. Kann ich mich rüberhankeln? Wird hoffentlich nichts sein. Dieser Strahl ist natürlich cool. Können sie mich nicht erwischen, die kleinen Lopsis. Bringt gar nichts. Und ich stürze gleich ab. So, aber eigentlich... Ich wollte schon hinauf, aber eigentlich wollte ich da unten auch noch. Jetzt, ich werde langsam verwirrt. Habe ich eh vorhin schon gesagt. Hebel ich mich rüber. Setze ich eine Bombe. Nix. Typ, okay, vielleicht komme ich ja jetzt dorthin, wo ich vorhin nicht gegangen bin. Dann hätte ich zumindest den Weg mal erledigt und wir bekommen noch einen Schlüssel. Es gibt sehr viele Schlüssel im Tempel. Ah, uns fehlt uns außerdem noch, genau, es fehlt uns ja noch die Karte. Da geht die Tür auf. Da ist die Karte. Sehr gut. Da geht auch die Tür auf und da ist dann... Bin ich dann da? Okay. Da ist der Master Key. Ah, sehr gut. Habe ich die Runde schon mal gut erledigt? Dann... Schießen wir uns da schnell. Oh, schnell, habe ich gesagt. Genau. Da ist jetzt zum Runterbomben. Alles in Schnelldurchlauf. Weil ich einfach, bevor ich den Part beende, noch zu diesen anderen Treppen will. Dann weiß ich nämlich... Weiß ich nämlich, dass ich alles erledigt habe und nur noch weitergehen muss. Link, sorry. Sorry. Dann wissen wir, dass wir umschalten müssen. Warum? Habe ich da vorhin irrtümlich draufgehauen? Wo sind wir in welchem Stockwerk? Zwei. Jetzt runter.
Ah, der Part ist schon sehr lang. Brauche ich nicht. Aber wie gesagt, da ist noch eine Schlüsseltür. Oder ich mache da den Cut. Genau, nein, da möchte ich noch schauen, wo diese Treppen hinführen. Ich hoffe, das ist keine Falle. Oder bin ich da eh runtergegangen? Bin ich da nicht eh runtergegangen? Doch, bin ich. Doch, bin ich. Na dann hat alles seine Richtigkeit. Dann haben wir zwei Schlüssel übrig. Wir können dann im nächsten Part entweder nach oben oder nach rechts gehen. Genau, so machen wir das. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Tschüss euch. Thank you.